Oh mein Gott, ich kann unglaublich gut singen. Dein was? Mein Orb ist verschwunden, dunkel. Nein! Ah, hab ihn wieder. Mann, 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 dieser ewige Schacht und den hochzuklettern ist sehr nervig. Ja, ja, ich halte den Eater of Earth in Schacht hier. Stell mal vor, das musst du ohne Enterhaken machen. Na, das schaffst du gar nicht. Also schaffst du es schon, aber das dauert ewig. Oh ja. Ich hätte gern diesen komischen Ivy Hawk. Ich will ihn. Lol, wie sieht's vom aus? Egal. Ja, renn halt vor mir weg. Wen interessiert der Blood Moon? Mir geht der hier langsam auf den Sack, der Kack Eater of World. Kann mal wieder vorbeikommen? Ja, ja. Muss nur noch 3 Kilometer zu rennen. Habt ihr auch ein paar Stücke von dem hier? Stücke von was? Vom Eater of World. Nö. Fightet ihr nicht gerade gegen den? Nö. Toll, ich mach den grad solo. Meteorit has landed. Wow. Ein Meteorit. Yeah. Ist noch vierter Meteorit. Chef, der knallt hier genau auf den Kopf, ey. Oh, genau auf dein Haus. Pass auf, wenn wir zum Baumhaus gehen, liegt oben der Meteorit drauf. Ich glaub, das Haus, das siehst du dann nicht mehr. Das wäre auch ganz cool. Das wäre witzig. Ah, hier war gerade so eine Stern. Schon 3 Sterne, wow. In der Kiste müsste oben auch noch irgendeiner sein, ne? Ach verdammt, ich habe wieder vergessen, meinen Spawnpunkt oben zu setzen. Ach, er will jemand noch ein Herzkristall haben. Ja, ich. Need. Ey, ich grab immer noch nach dem einen hier hinten, Tom. Echt? Der müsste doch da am Rand liegen. Nebenbei geht mir die Eater of Worlds auf den Sack. Oh Mann. Ich komm angehüpft. Du musst gerade die ganzen Eater of Souls. Ja, hier ist noch ein großes Stück von dem. Ich finde es blöd, dass es hier so ganz viele verschiedene Corruptions gibt. Ja, probiere mich jetzt erstmal zu finden hier. Ja. Ich muss noch ein ganzes Stück zu dir hinrennen. So, ich bin jetzt hier, wo du vorhin gestorben bist. Au, ich hab den Herzkristall. Ja, yeah, ich brauch das Herz. Ich will 400 HP haben. Der arme Demolitionist. Wie konntest du das nur geschehen lassen, Clemmy? Oh, ich hab noch einen Orb gefunden. Orb? Was genau Orb? Ja, meinst Orb du halt. Zum Zerstören? Ja. Okay. Komm mal in die Höhle, wo du vorhin gestorben bist. Oder meinst du so breit, oh mein Gott. Oh. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Das Problem ist, dass hier viel zu viele Eater of Souls rumgammeln. Oh, ich bin wieder ganz unten. Nurse was slain. Oh, ich kann ganz viele Dämonit-Bars machen. Ach, hier ist der Eater of Souls. So, bis ich wieder oben bin, ey. Tom, du machst den alleine. Ich hab schon den meisten Teil gemacht. Andi, in welcher Richtung bist du? Bist du krepiert? Ja. Oh, hast du das Herz schon abgebaut? Hey, hast du das Herz schon abgebaut? Nee. Das heißt, ich muss bin das abbauen. Unten okay. Im Wasser verreckt. Also da ist ganz viel Wasser.
Wir lassen hier Wasser runterfließen. Clemi? Hm? Machst du irgendwas mit Wasser? Eigentlich nicht, also. In letzter Zeit habe ich die ganze Zeit dauerhaft Wasser runter. Ja, dann könnte das passiert sein an der Stelle. Was machst du denn überhaupt? Naja, ich. Komm, mach dich mal eine Obsidian und such nach dem Meteorit. Irgendwie, ja. Ja, bald bin ich da. Ist jetzt gleich erstmal oben mein Spawnpunkt, ey. Nach unten kommt man schneller. Mann. Oh, unsere Pilzfarm, mal gucken, was hier so abgeht. Viel zu viele Gegner. Nee, noch einziger Riesenpilz. Ich glaube, die können irgendwie nicht wachsen oder brauchen irgendwas anderes. Irgendeine andere Anforderung. Ja, ich denke auch. Sag mal, wo können die Meteoriten möglicherweise nur hingefallen sein? Was? Wo kann so ein Meteorit hinfallen, ey? Ich glaube, ich gehe mal links zum Dungeon. Und weiter. Jo. Schau mal, was ja, da schau du mal in der Richtung. Ja, selbst wenn, alleine komme ich eh nicht gegen alle an. Dann wissen wir schon mal, in welcher Richtung. Ist Eater of Worlds am Tag eigentlich immer noch da? Ich glaube schon, ne? Alter Tom, wo bist du, ey? Hier. Hier ist immer gut. Ja, ich weiß. Hier sind grüne Schleime. Ich bin aus der Corruption raus. Wow. Hier ist Sand. Also ich habe bisher nur einmal gesehen, wo ein Meteorit eingeschlagen ist und das war genau in der Corruption. Also ne, nicht innen, sondern halt außen. Sieht das aus, aber dann? Das ist einfach so eine Halbkreisfläche mit Hellstone, also mit so einem brennenden Gestein. Okay, dann habe ich definitiv noch unübersehbar quasi. Okay. Mal schauen, ob ich hier auf einen treffe. Ich laufe jetzt schon seit einer Ewigkeit zur Seite, das geht gar nicht, wie weit ich schon gelaufen bin. Ja, ich bin auch noch gar nicht beim Dungeon angekommen. Ach, Tatsache, da ist er tot. Die Taufhals. Endlich. Irgendwas Nutzbares gedroppt, Set. Keine Ahnung. Lol. Jetzt bin ich auch wieder in dem Wald. Oh. Endlich. Wir sind viel zu viele Schleime. Als allererstes kommt wieder so ein scheiß Schleim. Muss erst mal ein bisschen okay. Kacke wegwerfen. Shadow Scale, Shadow Helmet. Ganzen Mist. Nee, da ist nur Mist. Gibt mir irgendwas Cooles, Tom. Bitte. Hat nur Mist gedroppt. Boah, ich bekomme schon Paranoia. Ich dachte, die Lichtkugel hinter mir wären Gegner. Okay. Ich lasse gerade die Corruption hinter mir. Du meinst, dass es irgend so eine Halbkugel ist, oder? Ja, so Halbkugel. Krater dann. Halt. Ja, hier ist so eine riesige Kugel, aber ja, die ist mit so lilanem Zeug besudelt. Ja, es ist also nee, ja, das ist muss eine Halbkugel. Ein brennendes Gestein sein. Also nö, die ist mit so lilanem wie in dieser Wärter, wo diese ganzen nee, dann ist eine Corruption.
Okay. Sag mal, wie groß ist die Welt? Du hast Mittel eingestellt, ne? Ja. Oh, passt. Small wären wir jetzt, glaube ich, schon einmal komplett durch. Da hätten wir auch das Game schneller geschafft, weil da hängt der Dungeon und so weiter, hängen fast ja alles zusammen, weil Small ist wirklich richtig mini. Also hättest du Large gemacht, dann wären wir wahrscheinlich immer noch am Buddeln. Glaube ich für Let's Play genau. Ja, gut, dass Mittel ist, passt. Ah, Mann. Meteor, wo bist du? Sind wir bald da? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wie viele Meter? Bin nicht mal beim Dungeon angekommen hier. Und wir sind schon. Ah, ich bin an unserem Haus angekommen. Und wir sind schon. Fände es ja witzig, wenn man einmal um die ganze Welt drumherum gehen könnte. Nee, links und rechts endet die Map so wie unten und oben. Okay. Ah ja, oben müssen wir noch nach fliegenden Inseln suchen. Okay, ich bin am Ende. Lol, so was gibt's hier? What? Da kann man einfach rausfliegen. Wie raus? Ich konnte seitlich aus der Map rausgehen. Hier endet sie einfach, dann kann ich raushüpfen. Cool. Wenn ich hier bis nach ganz unten falle, so, ich versuch das mal. Ich bin jetzt beim Dungeon, aber ich laufe jetzt einmal durch. Ich falle jetzt hier mal ganz nach unten. Was zur Hölle, wie das aussieht. Ah, toll, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann bin ich wieder ganz unten. Ich habe ein Herzkristall gefunden. Am Ende der Welt. Ah ja, ich benutze mal auch das, was ich aufgehoben habe. Oh ne, habe ich dir das gegeben? Ich glaube nicht. Ich habe das gar nicht. Ne, ich habe gar kein Herzkristall. Hier buggen Monster rum, die am Rand rumhüpfen. Dann liegt so das eine Herd-Ding da noch unten. Ja, den habe ich mir nicht geholt, wenn man aus dem Loch ja so gut wie gar nicht mehr rauskommt. Ich glaube, ich kann mich ja auch bis zum Hellstone. Ja, ich bin beim Hellstone-Gebiet. Du bist ganz nach unten, oder ich was? Ich bin ganz runtergefallen. Komplett runter. An der Ecke der Karte, ganz unten. Okay. Also, eines können wir schon mal mit Sicherheit sagen. Die Meteoreinschlussstellen sind definitiv links. Okay, und das ist mehr als eins, ne? Also, kommt ihr? Ja, ich komme. Bin mal eben so 8000 Feet von Klimi entfernt. Boah, jetzt bin ich gestorben, Alter. Ich hab's nicht mehr bis zum Ende der Map geschafft. Wie schlecht, richtig schlecht. Schau mal, wie viel ich abbauen kann, so viel wie möglich, falls ich hier irgendwas finde. Ja, du ansonsten Schnauer. Haben wir wirklich das riesen Pech, dass die in so eine fliegende Insel eingeschlagen sind. Da müssen wir die erstmal finden und das ist auch Glückssache. Fliegende wir wissen nicht, Insel? Wie hoch die sind, wir wissen nicht, wie hoch wir sind. Also theoretisch könnten wir uns so ein Gerät basteln, das uns anzeigt, wie hoch wir gerade sind, aber da müssen wir noch irgendwie rausfinden, an welcher Höhe die Insel fliegen. Und ja. Die Frage ist dann auch, wie kommen wir zu dem Dschungel? Ja, Dschungel ist auch festgelegt, in welcher Tiefe der ist unter der Erde. Und ja, meistens direkt unter der Corruption sind die. Also rechts müssten wir. Okay, das heißt, wir müssen uns unter der Corruption einfach mal runtergraben. Ich würde schon gerne noch so einen Dschungel finden. Oh, ich habe den ersten Meteoriten. Penner, ich will zu dir. Ich komme. Alter, die Dinger machen Damage. Lol, ich will auch sehen. Ja, ich auch. So kleine Meteoriten. Nein, du nicht. Du bist mir auf den Sack gehen. Gott, Mann, jetzt dauert es wie so ewig, bis ich bei der alten Hütte bin. Spawnpunkt setzen. Danke. Wo hast du ihn gesetzt? Bei meinem Haus erstmal. Ich muss erstmal zum Baum kommen, zu unserem Baum. Ich hol dich noch ein, keine Angst, Clemi. Ich renn mit meinen Pegasus-Stiefeln. Ja, cool. Hey, ich krieg dich noch! Ja, ich zieh mich mit meinem Grapple Beam. TNT ist ganz wichtig. Hässlich Grapple Beam. Hast du TNT mitbringen? Ja. Hab ich nicht. Ich krieg den Ultra Boost durch den Enter Hard. Das wäre besser, wenn wir das mit TNT abbauen, das geht schneller. Jo, ich hab welches. Das dauert ewig, bis wir hier fertig sind. Warte trotzdem auf mich. Wir hatten eine Abmachung, ne?